Weiter bei Thief. Wir machen noch eine Runde Nebenmission. Wir gehen jetzt zur Bank, was auch immer uns da erwartet. Bankraub, also eine Story-Nebenmission sogar. Es gibt also ein kleines bisschen Geschichte nebenher. Denn ich glaube, wir haben bald das Ende vom Spiel erreicht. Deswegen müssen wir mal so ein bisschen eine Nebenmission nachholen. Dass wir da auch noch ein bisschen sammeln. Jetzt haben wir bald nichts mehr zu spielen hier. So. Was heißt denn hier? Da geht's hoch. Irgendwas in Ecken. Jetzt habe ich einen Lauf. Oh Gott, 18. Treffer in Folge. Maschinen lassen sich nur schwer ablenken. Ich muss aufpassen. Maschinen? So, Maschinen. Tut mir leid, das ist wirklich Nuki. Er ist nur drin, weil ich über seine PlayStation Stream schaue. Ah, so. Egal. Gibt einen Viewer mehr. Ich bin nur gerade irritiert. Was meinte Garrett hier mit Maschinen? Warum? Ah, ich habe keinen Seilfall mehr dabei, ne? Scheiße. Dieser Weg ist uns versperrt. Oh! De facto, das ist echt eine Kamera. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Das sind echt Kameras. Lol, was? Ach, Jess wurde geaxt. Zweimal. Ich muss auch dringend den Cooldown beheben. Könnt ihr viel zu oft axten gerade. Warte mal, schau ich mir mal eben kurz an. Maschinen lassen sich nur schwer ablenken. So, alles wieder minimieren. Und weitermachen. Was schnetzelst du mich? Oh. Ja, Neo mit seinen 22 Treffern. Also, eigentlich schon klar, dass man jetzt einen Bonus bekommt, wenn man Neo erwischt, ne? Nur so als Hinweis. Vielleicht muss ich den Bonus nochmal ein bisschen erhöhen, damit ihr mehr Anreize habt, den Killstreaker auch mal anzugreifen. Ja. Ah, Mann! Oh Mann, Leute! Ich hab doch gerade nur um die Ecke geschaut. Geh ich denn jetzt hin? Da muss ich doch lang. Sollte echt noch mal ein paar Seilpfeile kaufen, ey. Die andere Ecke wäre bestimmt viel einfacher mit dem Seilpfeil. Maschinen lassen sich nur schwer ablenken. Ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Sich an, als wäre ein Barrack drin verreckt. Was ist mit den Einzelnen? Warum? Wo hast du das denn jetzt gesehen? Hier liegt jemand. Oh, oh. Hoch da, Garrett, hoch da! Garrett? Mit mir machst du das nicht! Niemals! Meine Fresse, Garrett, ey, du Anfänger. Ich krieg dich, wo steckst du? Beechworth lag zusammengekrümmt zu ihren Füßen. Er hat bestimmt kein Geld mehr bei sich, sagte Russer. Fulton zuckte die Achseln und beugte sich nach unten. Er durchsuchte die Leiche oberflächlich und richtete sich mit leeren Händen wieder auf. Nachsehen schadet nie. Sie standen in Beechworth, eine Zimmerwohnung. Wer immer ihn getötet hat, er hat was gesucht. Die Kommode war leer, ihre Schubladen daneben aufgestapelt und das Stroh aus der Matratze bedeckte den Boden. Ob die was gefunden haben? Ganz bestimmt. Russer und Fulton musterten das Zimmer. Anscheinend hatte sie ihr Glück verlassen. Sie wollten gerade gehen, als Beechworth plötzlich versuchte, was zu sagen.
ein Krimi im Spiel. Wow. Hier ist ein Versteckschrank. Wenn ich dich finde, kommst du hier nicht lebend weg. Ah, ich bin doch schon längst eingebrochen. Ihr findet mich nie. Niemals. Oh, Madame. Hey, oh, dann war da gerade... Wieso gehen die denn immer dahin, wo ich gerade hocke? Können die nicht einfach mal woanders lang gehen? Ist... Oh, geil. Cooler Move. War mir neu. Ich glaube, ich gehe gleich zurück und hol mir einen Seilpfeil. Ist ja schlimm. Maschinen lassen sich nur schwer ablenken. Ich muss aufpassen. Ja... Wir haben jetzt denselben Cooldown, weil es eigentlich ist es derselbe Befehl geworden. Man hat nur zwei Wörter, um ihn zu triggern, zwei verschiedene. Aber im Grunde ist es derselbe Befehl. Ob es halt random ist oder nicht, liegt halt einfach nur daran, ob man Namen eingibt oder nicht. So, achso, der Typ hat das gesehen. Ich verhungere. Du da! Interessant, das hat keiner mitbekommen. Okay. Alles klar. Ich brauche keinen Cooldown, ich funktioniere heiß am besten. Oh ja. Oh ja. Ah, jetzt weißt du ja wieder, welche Quotes was denn stimmt. Du bist ja wieder voll im Bilde. Verdammt kalt heute Nacht. Hier haben wir den Roman. Hier machen wir wieder unsere Klappe auf. Wir müssen nur diesmal ein bisschen mehr auf unsere Dame da achten. Wir sollten aufs Land ziehen, bis alles vorbei ist. Ey! Hey, war da eben. Alter Verwalter! Wie viele sind denn hier? Oh, ich glaube, ich gehe lieber durch die Tür. Ist ja einfacher. Ich dachte immer, diese Schächte wären halt der einfache Weg. Da landet man da voll im Chaos. Headless, geht das Summen wieder richtig oder ist der Bug immer noch present? Der Bug ist noch present. Weil ich das ja noch komplett neu programmieren möchte. Ich habe mich erstmal um den ganzen anderen Kram gekümmert. Also Kleinkram. Kleinere Bugs, die es überall noch gab. Das Summon kommt jetzt somit als nächstes dran. Das soll ja komplett neu geschrieben werden. Deswegen ist das ein bisschen mehr Arbeit. Soll er dann auch mit den Waffen funktionieren und so, ne? Items kaufen und so, das... Soll er dann damit auch einhergehen, dass es dann funktioniert? Ich könnte weglaufen und den Müll verbrennen. Wo, wer, wann? Dann war da gerade jemand? Oh. Ey, diese Bank, ey. Diese... vermaledeiten Kack-Zivilisten. Fühlt es sich so an, arm zu sein? Das sind Bankangestellte, das sind keine Zivilisten. Das sind Halsabschneider vom Herrn. Ja. Kamerasymbol auch nicht gesehen. Dann lasse ich es lieber. Naja, einmal funktioniert es ja.
Aber auch nur einmal. Ach, da oben hängt Orna rum. Aha. So, wo ist jetzt... Ah, da in der Ecke hängt die Kamera, okay. Ich hätte schon vor Jahren abhauen sollen. Ja. Ich habe einen Zettel mit ein paar Zahlen gefunden. Könnte das die Tresorkombination sein? Was sonst? Ich hoffe, du hast sie nicht liegen lassen. Natürlich nicht. Hab ihn in ein Schließfach gelegt. Welches? Weiß ich nicht mehr. Ich hab die Nummer in der Tasche. Rede mit Mrs. Maunders. Sie ist für die Sicherheit zuständig. Die Schwermut hat die Stadt am Hals gepackt. Was für Waffen kommen da denn rein? Darf man Vorschläge machen für welche? Ja, darf man. Wir müssten es nur irgendwie hinkriegen, die Vorschläge auch zu notieren. Vielleicht daher besser im Discord. Aber sowas wie verschiedene Arten von Äxten, die man dann haben kann. Und man kann auch... Idee war, noch zusätzliche Items kaufen zu können, wie zum... Es kommen dann ein paar mehr Feature damit rein, ne? Also... Man kann halt zum Beispiel eine bessere Axt kaufen, die kann man aber wieder verlieren. Und der Gedanke war halt, dass man drei Sachen haben kann. Eine Waffe, ein Ausrüstungsteil, also sowas wie eine Halskrause, die schützt natürlich den Hals, senkt dann die Entkopfungschance. Und noch ein Item, unter anderem sowas wie Superkleber. Da kann man dann seine Axt mit in der Hand festkleben, dann verliert man die nicht so schnell. Solche kleinen Sachen hatte ich mir überlegt. Also eher so ein Mini-Witz-RPG sollte das werden. Klein, aber fein. Mechanisches Auge. Ich kann nichts tun, was die falschen Alarme angeht. Diese mechanischen Augen kamen direkt aus dem Bergfried. Daher weiß ich nicht, wie man sie kalibriert. Für den Moment solltet ihr die Wachen anweisen, sie zu ignorieren und sich vom Tresorraum fernzuhalten. Wickets. Falsche Alarme. So. Ich höre doch schon wieder irgendeine Kamera. Ist das die da unten immer noch? Der Typ mit der Laterne muss weg. Das Wetter schlägt um. Bleib, wo du bist! Wie? Wer? Wo ist der hin? Zu wenig Kirk. Mann. Ah, der Typ da hinten hat das gesehen, oder was? Überall Ratten. Warum sind Banken so krass gesichert? So voll scheiße. Es heißt, die Damen lieben Männer in Uniformen. Aber das ist zum Glück Schwachsinn. Mrs. Maunders, hier die offizielle Kombination für den Tresor. 682. Andere Änderungen bitte melden. 682. Sehr hilfreich, danke schön. Sothry, der alte Direktor, soll kürzlich gestorben sein. Wirklich? Schade, ich hab ihn immer gemocht. Er war deutlich nachsichtiger als Maunders. Meine Schwester.
Master hat die Schwermut. Ein Jammer. Du kanntest meine Schwester nicht, oder? Die Nacht dauert ewig. Das nennt man Fail. Boah, nicht so streng, Neo. Komm, geh mal weiter. Natürlich nicht. Sie hat es schon die ganze Zeit auf mich abgesehen. Außerdem konnte ich das verdammte Schloss nicht aufkriegen. Ich finde, da ist jede Menge Geld. Was denkst du? Eine Bank, oder? Ich sag dir was. Hätten wir nur mehr verlässliche Männer. Du liest einfach zu viele Krimis. Wenn dich jemand so reden hört, landest du ganz schnell am Galgen. Die wollen die Bank ausrauben. Ich fasse es nicht. Die wollen mir mein Geld wegnehmen. Mein Nacken schmerzt. Hallo? Geht's denen noch ganz gut? Ich hab nichts zum Werfen. Ich höre nichts rum. Sich da gerade was bewegt? Hä? Lauf nicht! Hey, bleib mir! Drück R! Ach so, da kommt schon der nächste. Ich wünschte, hier gibt's eine Eintopfküche. Du entkommst mir nicht. Wieso sehen die denn immer alles? Ja. Schwermut ist überall. Oh, was mir auch gerade einfällt, der Cooldown-Code ist heute genau ein Jahr alt. Cheers, Mates. Cool. Hat sich da gerade was bewegt? Nö. Ich bin vermutlich nur übermüdet. Ja. Da hat sich was bewegt. Dieb! Stopp! Gleich später. Oh, ist das nervig, wenn die einen ständig sehen. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Genauso wie das ganze, die ganze Souls-Reihe ist zum Sterben gedacht. Angaris? Ja, es geht. Oh, ich bin tot. Ich werde krank. Auch sehr schön, ja. Voilà. Ich werde krank, das spüre ich. Ich glaube, ich muss doch noch mal durch das Röhrchen da hinten gleiten. Auch wenn mir das nicht gefällt. Herzlichen Glühstrumpf. 28.12. Beide. Mann. Haben wir damals... Ja, stimmt. Wollte gerade sagen, haben wir. War ein anderer Wochentag. Gut, dass wir keinen Death Counter haben. Ja. Das stimmt. Ich finde das kacke. Warum kommen die beide gleichzeitig? Wie will man denn da durchkommen? Wie war der Quote für die Drachenreime? Oh, gute Frage. Das weiß Terryline. Aber warum geht das Ding auch hinter einem zu? Die Straßen sind nicht mehr sicher. Hm.
Warum geht dieser Scheiß hinter einem zu? Warum eigentlich nicht? Ich würde so brüllen, wenn wir hier häufiger stürben als in Dark Souls. Das könnte passieren. Hä? Spaziert hier jemand herum? Nein. Ich kann nicht rechts um den Schrank herum gucken. Hä? Ich habe vorher danach noch gespeichert. Ach, im Schrank kann ich nicht speichern. Toll. Toll. Mein Nacken schmerzt. Es geht mir auf den Nacken. Es heißt, die Schwermut wütet schlimmer denn je. Hihi. Da war überhaupt nichts, schätze ich. So geht das auch. Ich muss auf jede Kleinigkeit achten. Ich würde gerne das Licht da ausschalten. Das nervt nämlich wie Hölle. Ich muss auf jede Kleinigkeit achten. Dokumente. Zweites Einstellrad des Tresorraums wird wie gewünscht repariert, von 8 auf 3 geändert. Ah, okay. Also haben wir 6, 3, 4, ne? Ja, 6, 3, 2. Oh, wie gemein. Nichts, aber nichts. Wie gemein. Können wir das bitte klippen? Bitte was? Ich war noch nie so hungrig. Dann ess was. Hey, hat sich da gerade jemand? Jetzt komme ich mir irgendwie blöd vor. Bist auch blöd. Wer aufpasst, lebt länger. Ich bin fürs Klippen gerade leider raus. Das Hihi war lustig. Ich bin hier nicht zu eurer Unterhaltung. Hallo? Da ist jemand in den Ja, nee. Ja, nee, ist klar. Boah, der Depp da hinten, ey, der nervt so. Warum ist er ein Zivilist? Warum? Ist klar, Alter. Ich will sie alle K.O. schlagen. Jeden einzelnen von ihnen. Scheinst du echt gut drin zu sein. Nicht. The fuck did you just say? Was? Ah. Geh weg, du Idiot. Ich muss schlafen. Dann tu das. Niemand hält dich davon ab. Dann mach es doch einfach, genau. Just do it!
Ich friere. Na. Ah, jetzt auch hoch. Warum ist hier offen? Warum ist dein Arsch offen? Wie war eigentlich die Horrorpsychiatrie-Header horrormäßig? Mal wieder ein Grund mehr für mich. Ich muss mal einmal kurz raustappen. Nicht so viele Horrorspiele zu spielen. Also ich mag ja Horror, aber ich weiß nicht, vielleicht soll ich doch mal irgendwann Horrorspiele let's playen. Aber irgendwie auch nicht. Hä? Why? Ach, der ist wach geworden, oder was? Hm. So, meine Lieben, ich bin dann mal schlafen, muss morgen ja wieder arbeiten. Viel Spaß euch noch. Alles klar, Jess. Danke, dass du da warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Erhol dich nochmal gut und dann viel Spaß bei der Arbeit morgen. Ich hoffe, es wird nicht schlimm oder irgendwas. Genieß die letzten Tage im Jahr 2018. Vielleicht sieht man sich ja nochmal. Es gibt bestimmt noch Streams dieses Jahr. Spätestens nochmal Sonntag. Mach's gut. Warte mal. Oh. Cool. Man kann die mit einem Wasserfall ausmachen. Das ist geil. Dann habe ich gesehen, dass da eine Kerze drunter brannte. Was ist aus dieser Stadt? Nix Gutes. So, danke. Oh Gott, ich glaube, wir werden noch ein paar mehr Schlösser geknackt werden. Komm. Und los. Toll, leer. Ich glaube, es hackt. Der Sonntagabend ist schnell erreicht, Jess, also nicht den Kopf verlieren. Ja, stimmt. Ist ja schon übermorgen. Aber wahrscheinlich ist das auch der nächste Stream. Außer ich habe morgen Abend Bock, direkt weiterzumachen. Aha, und was bist du, wenn du kein Wachmann bist? Was bist du dann? So. Gott, nochmal. Hilfe! Oh. Ich meine, ich bin ja froh, dass wir so viel Gold bekommen. Das ist ja mein Ziel hier. Mein lieber Herr Host, ich tue mich gerade an der Quote-Aufzeichnung gütlich und komme nicht umhin, eine kleine Unstimmigkeit zu erkennen. Nun kann ich mich leider nicht am Bedürfnis erwehren, dir die Frage zu stellen, warum die Quotes des 3.12.2017 denn in der Listung nach den vom 10.12. verzeichnet sind. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach nur die Quotes exportiert. Und an der Listung nichts geändert. Ich weiß es nicht, Saraline. Ich weiß es nicht. Hat das vielleicht damals... Wir hatten doch schon mal so ein paar Quotes verloren, ne? Hat das vielleicht damit was zu tun? Wurden die vielleicht nachträglich wieder eingetragen? Nach den Dingern im Dezember? Ist das die Möglichkeit?
dass die zwar später geschrieben wurden, aber von früher sind. Hey, da raubt die Bank aus. Ja, muss. Ich bin Dieb. Ich bin Depp. Bin Profi-Depp. Außerdem brauche ich das Geld, Mann. Ich bin jung und brauche das Geld. Na, der Emote funktioniert hier anscheinend nicht. Oder ich sehe ihn nicht. Hör, ist mein... Ist mein bei der Twitch-TV wieder offline? Malina? Ja. Was haben wir denn hier? Aha! Das war mal eine Falle, die wir gerade spontan entschärft haben, ohne zu wissen, dass es sie gibt. War nicht schlecht. Ciao, liebe Kamera. Vorbei, bye, bye. Codes verloren? Wir? Niemals. Ketzer. Doch, hatten wir. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Was nochmal der Grund war, warum wir sie verloren hatten. Aber ich habe mal kurz nachträglich wieder eingefügt. Aus dem Chat heraus. 6-8, die letzte Ziffer, ist unleserlich. Ja, wir wissen doch, dass es nicht die 8 ist. Ist doch 6-8-6-3-2. Kriegen die denn gar nichts mit? Wer hat denn da nicht aufgepasst bei der Bank? So, und Ouvre, s'il vous plaît. So, ich glaube, es gibt doch noch etwas Gutes in dieser Stadt. Den Duft eines geknackten Tresors zum Beispiel. Erst einmal mache ich es mir ein bisschen muckelig dunkel. Nee, Quatsch. Ich vermute auch, dass das davon kommt. Oder dass bei deinen Ausmisten vielleicht was durcheinander gekommen ist. Nein. Nie. Sechs. Drei. Zum Glück konnte sie niemand auswendig. Zwei. Dann wollen wir mal was von Lady Hucknalls Konto abheben. Muss das hier so hell werden? Au! Fick dich! WCF, da hält er ein Licht auf. Ja. Aber erst nachdem ich voll einen gesetzt bekommen habe. Wo ist denn das Kommando-Ding da vorn? Ich sehe überall nur die Trittplatten. Wo? Warum sind die überhaupt blau? Gas.
Schau mich nur mal eben um. Achso. Das Gas tötet. Mach mal erst die Kameras aus. Ja, auch das. Aber ich will eigentlich auch wissen, wo man die Fallen ausschaltet. Achso, ja, genau. Ich stehe direkt davor. Toll. Okay, sofortiger Rückzug. Ich weiß nicht so genau, was das noch bewirken wird hier. Ist die Schaltung vielleicht hier unten? Ja, ist sie. Sehr gut. Geil. Auch alle auf einmal ausgeschaltet. Die brauche ich gar nicht ausmachen, ne? Die sieht mich ja ähnlich. Wir haben ja auch nicht unendlich viele Wasserpfeile dabei. Was zum Klauen. Ist doch gewusst. Im Ernst, welcher Bagger baut so ein Sicherheitssystem? Gute Frage. Hä? Irgendwas ist diese Vase, aber ich weiß nicht was. Seit wann wachsen denn Uhren in Vasen? Ja, komm, das wird mir ja auch zu blöd. Nee, warte, wir haben nur noch 2 Stück. Ich glaube, ich muss doch ein bisschen mehr sparen. Ah, nein, die Schlosser. Nein, abbrechen. Aber mehr Zeit für Getschunin-Prüfung, Flashbacks. Tja. Wir sind einfach zu gut. Komm jetzt, zack, komm. Komm, Garrett. Yes. Läuft voll gut. So, jetzt können wir noch mal oben lang gucken.
Hier drin ist keine Kamera, sehr gut. Mr. Swallow. Sir, ich muss protestieren. Wenn das Volk davon erfährt, kommt es mit Sicherheit zu dem von euch befürchteten Aufruhr. Es wird für mich zunehmend schwieriger, die Mitarbeiter bei ihren alltäglichen Aufgaben fernzuhalten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand im Tresorraum die schreckliche Wahrheit entdeckt. Ich würde einen Ratschlag von euch in dieser Sache sehr begrüßen. Meiner Ansicht nach erkennt der Baron den Ernst der Lage nicht. Mit nervösem Gruß, Ethel Maunders. Mit nervösem Gruß. Okay. Strange. Aber okay. Wenn er meint, nervös zu sein. Dankeschön. Bücher, den Wissen ist Macht. Ja. Nö. Und Macht ist entrissenes Recht. Ob das Macht ist entrissenes Recht? Das habe ich ja noch nie gehört. Buchprüfung durch den ehrenhaften Swallow Ask. Anders als offiziell verlautbart, muss die Stadt als unmittelbar vor dem Bankrott stehend betrachtet werden. Die innerhalb ihrer Mauern verbliebenen Reichtümer sind der streng bewachte persönliche Besitz derer, die den offiziellen Stellen längst nicht mehr vertrauen. Eine umsichtige Behandlung dieses Problems in dem Viertel Dayport ist unerlässlich. Sollten die Verhandlungen mit Quellen von außen weiterhin derart schleppend verlaufen, bricht unser Warenwirtschaftssystem binnen eines Monats zusammen. Die Empfehlung, weitere Schritte einzuleiten, bleibt bestehen. Also so schlecht geht's der Stadt gar nicht. Ich finde immer noch genug Sachen. Aber Recht ist gleich Unrecht. Oh, jetzt wird's aber hier sehr philosophisch. Aha, Bücher. Umtreten. Brauchen wir nicht. Wer braucht schon Bücher? So. Dann noch. Oh, was sehe ich denn da? Danke. Okay. Hey, warum sind hier alle Schubladen leer? Unverschämtheit. So, nun geht es auf zum Tresor. Eins. Und zwei. Very safe. Arme Lady Hadner. Erst das Feuer. Oh. Jetzt ich. Ich glaube, ich habe da eine Falle übersehen. Ups. Upsala. Wie könnten wir denn nicht bis hier rühren? So. Das muss ich mir dann aber nochmal näher anschauen hier. Aha. Arme Lady Hartnell. Erst das Feuer. Jetzt ich. Recht verworren die Sache mit der Gerechtigkeit. Ach, Sache. Gerechtigkeit, wir brauchen schon sowas. Niemand braucht Gerechtigkeit. Oh, jetzt darf ich einfach wieder abhauen.
Ist sie aus Vordertür, ne? Gucken wir doch mal, ob wir einfach hier raus können. Derselbe Albtraum. Wer hat das hier offen gelassen? Dieb! Bist du sicher? Hey! Du da! Stehen! Hm? Ja! Ah, schade. Nur weil die Tür aufgeht. Mann. Nur weil die Tür aufgeht. Na gut, wir können auch einfach hier rausgehen. Ist ehrlich gesagt viel einfacher. Wir könnten die Stadt genauso gut den Ratten überlassen. Dann mach's doch. Kennt jeder eine Quote erste? Kann jeder eine... kann jeder einen Code erstellen? Ja. Ja, jeder. So, husch. Irgendwie von hier komme ich doch nicht. So, und da haben wir es geschafft. Auf zur Stadt. Auftrag erledigt. Der Bankraub. Bleib unentdeckt. Erleide keinen Schaden. Gescheitert. Okay. Egal. Auftrag erledigt. Ich muss echt nochmal die Ausgabe der Texte umändern, dass der Killstreak nach dem Treffer kommt. Irgendwie kommt das vorher. Warum auch immer. Naja, ist ja nur eine Kleinigkeit. So, da sind wir wieder. F1, Karte. Boah, wir haben echt schon was eingesammelt. Ich muss jetzt erstmal nochmal zu ihm hier hin, ne? Was, verfolgen kann ich das nicht? Sie verfolgen. So. Ja, kann ich nicht hier geschickt einmal durch? Muss ich doch sogar, oder? Oder wo muss ich lang? Kann das sein? Müsste doch eigentlich... Ne, hier durch geht's woanders hin, ne? Komme ich noch? Eine Arznei gegen die Schwermut? Gibt es nicht eigentlich einen Durchgang? Das Lumpenhaus leisten. Konnte man nicht eigentlich da durch? Ah, hier lang. Wo geht's denn hier hin? Na toll. Oh ja, krasses Versteck. So. Und hier müssen wir durch.
Das Laden durchquetschen. Okay. Und da sind wir auch schon. Ich habe zu tun, aber für euch habe ich Zeit. Erledigt. Hier ist die gewünschte Hand. Ah, fantastisch. Hier ist eure Bezahlung, Meisterdieb. Wohlverdient. Mein Metallmann kann nicht sprechen. Einer meiner Dreckskollegen ist mit seinem Kehlkopf abgehauen. Ich habe einen Dieb angeheuert, um das Gerät zu holen. Aber der Idiot wurde von der Wache verhaftet. Mit Amateuren arbeitet man eben nicht. Wohl wahr. Deswegen habe ich auch euch engagiert. Einen echten Dieb. Jemand mit euren Fähigkeiten könnte den anderen bestimmt im Gefängnis finden und ihm den Kehlkopf abnehmen. Natürlich. Gut. Natürlich. Mein Metallmann wird fertig werden. Die Wache hat diesen dummen Dieb verhaftet. Sucht bei den Wachtürmen und Galgen nach dem Kehlkopf. Das ist wieder voll der Kettenauftrag hier. Wollen wir mal eben gucken, wie das hier ausschaut mit dem Auftrag. Gott, da hinten in einem anderen Gebiet, ne? Und da müssen wir noch hin. Was ist das für eine Ratte? Ah, das ist die Königin der Bettler, ne? Okay, ich würde sagen, was ich nochmal eben schnell mache, ist mir neue Wasserpfeile zu holen. Die haben wir doch bestimmt noch im Turm, oder? Haben wir nicht auch Wasserpfeile im Turm? Wo ist denn der Turm hin? Müsste der nicht auch irgendwo zu sehen sein? Eigentlich da oben auch zum Turm kommen, oder nicht? Da. Da ist der Glockenturm. An sich nur eine Idee, aber die Logos versuchen wir eben kurz zu vermeiden. Die werden einfach zu lang. Außerdem sind das meist Sachen, die denn leider nicht evergreen und abhängig der Situation sind. Achso, ja. Also an sich könnt ihr immer gerne alles quoten. Es muss nur... Man muss sich halt echt überlegen. So, rafft man das, wenn man das einmal kurz liest? Das ist halt immer der Knackpunkt bei einem guten Quote. Aber das war schon cool mit den Dingern. So, Wasserpfeile. Nehmen. 30 Stück auf Lager, krass. Seilpfeile, 3 Stück. Ich nehme mal direkt 4. Wir brauchen mehr, als was wir immer haben. Wasserpfeile, 8. Nahrung. Auf 2 gehen wir hier. Stumpfer Pfeil. Holen wir uns auch mal alle 4 raus. Sehr gut. Sehr gut. Haben wir wieder alles aufgerüstet. Wunderbar. Dann würde ich sagen... mache ich hier die YouTube-Folge zu Ende. Das war es erstmal dann genug mit Geplänkel nebenher. Nächste Folge machen wir noch einmal Missionen. Dann gucken wir weiter. Bis dann, ich bin Kopf. Ciao.